Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tatort. Es gibt da nämlich zwei Kriegsverbrecher und die beschuldigen sich ja beide immer selber gegenseitig. Also nicht gegenseitig, sondern sie wollen, dass ich quasi einen von beiden töte. Weil es ist bekanntlich eine Ehre. Oh. Na gut. Dann gehe ich halt runter. Weil es ist bekanntlich eine Ehre, wenn ein Kammerjäger auf einen Killer ange... Na? Wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Angefixt ist? Nee. Wenn man einen Killer ausschalten muss als Kammerjäger. Weil Kammerjäger sind die Badasses, die heftigsten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so. Und deswegen streiten die sich gerade so. Ja, eigentlich streiten sie sich so, weil sie einfach nur dumm sind. Hallo. Wo müssen wir genau hin? Da drüben hin. Uhu. Bam. Die Straße ist ja kaputt. Hallo, willst du mir mal dein... Nee, will da nicht. Willst du? Gut, dann fahren wir mal zum Tatort. Oh, yeah. So toll war es gar nicht. Da. Ja, genau da habe ich all diese Familienhinrichtungen durchgeführt. Ich habe sie in Stücke geschnitten und ihre Überreste wahllos in diese Leichensäcke geworfen. Wie Müll. Das war voll cool, als ich das getan habe. Das war ich, Kammerjäger. Ich habe diese Morde begangen und sie waren alle schrecklich. Ich sollte dein Ziel sein. Das beweist nur, dass Mullywon meine Familie getötet hat. Nicht, ob Rex oder Max es waren. Meine Familie hat Vorräte in der Nähe gelagert. Vielleicht findest du dort ein paar Hinweise. Kammerjäger, glaub mir, ich bin der Schlimmste. Ich hab meinen Typen das grüne Zeug aus einem Säurefass sinken lassen. Er wurde zersetzt, hat seinen Schädel gesehen und so. Was laberst du da? Das war Tinker Tony und er hat es als Mutprobe gemacht. Das zählt überhaupt nicht. Nein, Mann! Tinker Tony war der Kerl, der sich in die Luft gesprengt hat, als er mit Kanonen aus dem Flammenwerfer eines Pyrotechnikers trank. Nice. Jetzt habe ich einen kleinen Speeder. So, warte. Hier oben. Ich habe diese beschissenen Vorräte gesprengt. Ah, ich bin eine Gefahr für die Gesellschaft. Was ist, Kammerjäger? Willst du mich nur töten oder was? Fick dich! Ich habe die Vorräte zerstört. Ich bin das größte Monster der Geschichte. Wenn es jemand verdient, von einem Kammerjäger gejagt zu werden, dann ich. Ich weiß wirklich nicht, wer von beiden so grausam war, meine Familie zu töten. Such dir einfach aus, wen du tötest. Das wird meine Rache sein. Ich traue deinem Urteil. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Eigentlich würde ich gerne beide töten.
Warte mal, wo ist hier in der Nähe? Ah, hier. Hier gleich, hier unten. Ich will den speichern. So, neue Teile. Jetzt habe ich da nämlich auch ein Hoverboard. Mehr oder weniger. Gut. Rex oder Max? Borderlands lässt mich ja bestimmt nicht beide töten. Das hat das im zweiten auch nicht erlaubt. Was? Jo, ich nehme mal die Treppe. Oh, ich muss mal kurz auf Klo. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich werde dein Gewissen belasten. Du willst mich. Papa hat mich im Spiel gelassen. Willi, das war daneben. Warte, hier drin gibt's noch. Ja, das hole ich mir danach. Was ist das denn? Nein! Ah, gut. Was ist das denn? Nein! Oh! Der schoss mich die ganze Zeit runter. Finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht cool. Was ist das denn für eine? Warte mal. Woman Nades. Irgendwas sagt mir das. Also irgendwas. Ich glaube, das ist Roman Meat. Voll aufs Fressbrett. War das zu viel für dich? Hör auf, mich runter zu schubsen hier. Autsch. Alter, der ist voll krass. So. Sorry. Alter, was verliert der alles? Krass. Ja, den schaue ich mir später nochmal an. Rex. Ich will nicht wieder runterfallen. Wir sehen uns im nächsten Teil.
Wir sehen uns im nächsten Teil. Das ist schön. Das kann ich brauchen. Kann ich beide gleich stark? Wo ist mein Bär? Mein Bär ist noch nicht da. Ah, schneller, schneller. Ah, gut. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Wuhi! Da gehe ich eher auf Max als auf Rex. Oh nein, ja, jetzt kann ich sie nicht mehr. Der macht jetzt nicht? Nee. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war, aber mal okay. Koalition und Brand ist an sich schön und gut. So. Dann looten wir mal hier. Schön hinten gab es noch ein Sprecher, Dingsbums. Ah. Nice, ein Skin. Ja. Also zum Verkaufen. Aber das war's auch. So, alles mal nachladen vor der nächsten Schlacht. So, die ist nachgeladen. Die ist weiter unten. Da ist sie. Aber wie komme ich da hin? So. Okay, hochgeschaut und Unterhose verloren. Okay, und wer ist das? Wisst ihr das? Warte mal. Welche Waffe hat der jetzt fallen gelassen? Bang Stick? Das ist besser als meine. Nebula. Boah, keine Ahnung.
das passt. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles hier. Da drüben haben wir auch alles. Ja, da gibt es noch was. Wie kommen wir da runter? Vielleicht mit der Treppe. So. So hoch zu wohnen wäre ja auch entweder cool oder schrecklich. Gut. Dann klettern wir mal so hoch es geht und springen dann runter. Ah, hier ist noch. Wo können wir ganz hoch springen? Piss auf. Okay. Hup. Schön. Gut. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der andere Kerl sah auch wie ein Familienmörder aus. Was ist, wenn er es war? Kannst du ihn vielleicht auch noch töten? Nur für den Fall. Kannst du das nicht schneller sagen? Willst du das? Ich war eine halbe Stunde da oben. Ja. Na schön. Aber cool, dass ich beide killen muss. Ja, komm. Bisschen fair bin ich auch. Das ist runtergefallen. Ja. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber ist auch nicht schlecht. Mein Auto ist weg. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Wir gehen gerade in die falsche Richtung, oder? Ja. Kann ich mir ein Auto machen, craften, holen, was auch immer. Das sieht einfach nur geil aus. So ein bisschen wie Star Wars, ne? Ein bisschen wie Belagerung von Coruscant. Nicey. Hoppa. So, hup. Lern mal fahren, du Arschloch. Das ist geil. Nee, ich bin... Tyrants Untergang hier. Alter, wie weit fliege ich denn? Das macht voll Spaß, das zu fahren hier. Warte mal. Ach so. Ja, dance like. Ah, ja klar. Ich muss natürlich hier rein. Aber du schon wieder? Na, ah, ganz gut, der Motep. So. Was geht da? Wir tanzen die ganze Nacht und so. Ja. Rache! Du bist ein Killer, Kammerjäger. Vielen Dank, dass du den endlosen Teufelskreis des Blutvergießens auf dich genommen hast. Oh, gerne. So konnte ich ihm entkommen. Mhm. Hier!
Das sollte dein blutiges Gewissen erleichtern. $500. Für dich schon. Wieso nennt mich alle Killer hier? Ich bin kein Killer. Ich töte die alle nur aus Notwehr. Ich muss mich doch schützen und so. Warte, genau. Jetzt als nächstes Killervolt oder Heiler und Halunken. Ich mach mal Heiler und Halunken. Wo ist denn der? Der ist da. Na gut. Heyo! Bam. Au. Warte, ich brauche ein neues Auto. Neuen Zyklop. Falsche Seite, Entschuldigung. Hey, wo ist die Karte hin? Ich brauche doch die Karte. Ah, ist sogar richtig. Krass. Luckshot. Ah. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier beim Doktor. Hier sitzt ja sehr. Was hast du hier drin zu suchen? Claptrap erwähnte verlorenes Zeug auf Mount Shula? Echt jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? Okay. 45 Medikamente. Junge. Ich bin viel mehr als nur ein Doktor der Medizin. Meinen Bachelor habe ich in Kampfverletzungen gemacht, aber meinen Master im Reimen. Ach Mist, ich habe vergessen, dir ein Mixtape zu geben. Willst du eins? Oh, ich höre eigentlich keine Musik. Ja, verstehe ich vollkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Flow. Ich geb's dir später. Wie, du hörst keine Musik? Es gibt ja tatsächlich welche, die ja keine Musik hören. Dieser Mistkerl ist ein Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich habe hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist gebombt. Ja, rührselige Geschichten. Ich habe zum Beispiel Patienten, die mich brauchen und ich brauche Medikamente. Jetzt bedroh ihn einfach und gut ist's. Du hast keinen Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nichts zu beißen. Ein Albtraum. Ja, komm, 1000 ist jetzt nicht viel. Na schön. Du hast Glück, dass ich gute Laune habe. Ja, schon. Wow, vielen Dank. Du weißt ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Und meiner Familie. Mann, verpiss dich bloß, bevor mein Kammerjäger seine Meinung ändert. Dein Kammerjäger. Scheiße, ja. Tschüss. Geld. Und jetzt geht's an die nächste. Ein paar der Banditen haben was von meinen Medikamenten geklaut. Wende sie und jag ihre Karre hoch. Ach, Mist. Ja. Ja, das hat gesessen. Jetzt schnapp dir die Medikamente und verschwinde von da. Nö, ich will noch kurz die Radio. Die Radio, Sender infiltrieren und knacken und hier. Okay. Claptrap.
Gut, dann noch das letzte. Aber wir überziehen schon wieder. Ich will eigentlich immer versuchen. Oh nein. Ich will eigentlich immer versuchen, unter 20. Ah, unter. Oder nicht unter 20, sondern 20 Minuten. Die Apotheke ist schon ein Weilchen verlassen, aber es sollten noch einige Vorräte übrig sein. Allerdings gibt es dort Ungeziefer. Mach deinem Namen alle Ehre! Ja, jetzt halt. Um die 20 Minuten Folgen rauszuhauen. Ich will den Algorithmus von YouTube. Und ja, bei solchen Spielen geht es so schwer. Weil dieser Aufprall ist eigentlich schon geil. So, warte, ich mache hier noch kurz sauber und dann ist die Folge endlich vorbei. Was heißt ja endlich vorbei? Der frisst gerade seinen Kumpel oder was? Ja, auch nicht zu rammeln hier. Klingt fast wie Silvester hier. Eigentlich voll. Tschüss. So. Das sind alle Medikamente. Wir brauchen noch einen Helm und Pack, aber das kriegen wir schon hin. Komm wieder. Ich weiß, was du denkst. Wieso macht dieser Doktor einen auf Rapper? Aber hör zu. Die Wirkung von Medizin lässt nach, aber meine Texte heilen die Seele. Lass mich einfach ein paar Zeilen für dich rappen. Heilen geht mir von der Hand, das reim ich aus dem Stand. Du hörst schon ganz gespannt. Halt endlich deinen Rand, ich verliere den Verstand und klatsch dich an die Wand. Ja, nice. nee. Ah, nee. Wir gehen, also wir liefern die Medikamente erst in der nächsten Folge raus. Ha, gut. Dann schauen wir mal, ob wir ein Mixtape von denen bekommen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bye.